Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Hierbei handelt es sich um ein Placement. Aber ich fand das sehr interessant. Ich bin ja eh so seit, mit Witchfire so ein bisschen angefixt von Shooter-Roguelites. Warum labere ich mich selber voll? Und deshalb kommen wir jetzt zu einem neuen Spiel, das nennt sich Simulacros. Wenn ihr draufklickt, dann seht ihr, es ist seit 10. Oktober erhältlich, also ganz neu. Momentan noch 15% vergünstigt bis zum 17. Oktober und ist auch ein Third-Person-Roguelike-Shooter. Ich habe noch keine Sekunde gespielt. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank für den Sub, der Weed Kobold. Und natürlich Lila Blue. Schon 32 Monate Lila Blue. Und Haggis MC Mutten. Matten? Mongo from Congo. Vielen Dank. Zoccheroni Alforno. Skartoffel. Firefox Die, Mr. Zonk, Urlock Silber, vielen Dank für eure Subs. So. Hätte ich gewusst, dass jetzt heute so viele Leute zugucken, dann hätte ich mich auch noch mal ein bisschen. Ich meine, ich war gestern beim Friseur, aber man sieht nichts, weil ich heute rumgelurcht habe. Okay. Simulacros heißt das Spiel. Jetzt raff ich's erst. Guck mal. Simulacros Operating System. Oder heißt es Simulacros und ist ein Sportspiel. Oder Simula. Wir werden es sehen. Wir gehen rein in Simulacros. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Simulacros. Das gibt mir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Metroid-Vibe hier. Auf Deutsch, okay. Werte, Einstellung. Wie sind eure Werte und Einstellungen? Das ist die Frage. Machen wir erstmal Video. Wir wollen ja, dass es geil aussieht. Episch, episch. Lumen hoch. Okay, das lassen wir alles mal so. Die Frage ist wenn es ein Shooter ist, Third-Person-Shooter, muss ich mit Maus und Tastatur spielen? Jetzt wird's spannend. Das sieht gut aus. Alter. Der hat den Pöller direkt akzeptiert. Das habe ich nicht oft. I like that. Sprinten. Guck mal hier. Funktioniert. Schien. Was ist denn Schien? Ach, schießen. Da fehlt das scharfe S. Okay, ich habe gerade erst gedacht, was ist denn Schien? Schießen, Alternatives, Nachladen, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2, Granate, Nahkampf, weiß man immer nicht, ne? Wie oft man das braucht, machen wir mittlere Taste. Interaktion auf Enter, Attribute umschalten, Navigationslinie X, das scheint wichtig zu sein. Pause, okay. Vertikales Zielen, Sensitivität, bla bla blub. Das liest sich doch ganz vernünftig alles. Zum Sprinten halten? Nein, doch, natürlich. Maus, bla. Headbob beim Sprinten, lassen wir erstmal alles. Ey, so leicht hatte ich es ja noch nie, die Steuerung zu machen. Da gebe ich schon direkt Pluspunkte für. Okay, Sensitivity müssen wir nochmal gleich ran. Okay, aber ich hab links und rechts verwechselt.
Da haben sie mich reingesägt. Ich glaube, normalerweise ist immer links, rechts, oder? Naja, egal, auf jeden Fall. So rum. Okay, das ist der Move mit Space. Aber rechte Maustaste macht er nichts. Ich dachte... Achso, das ist nur Secondary, weil man zielt gar nicht über Kimmo und Korn. Man ist es schon so gewöhnt von Shooting, dass man mit rechter Maustaste über das Zielvisier schießt. Wie sagt man? ADS? Nee, AOS? Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. So, rennen. Okay, wir gehen einfach mal hier durch. Oh. Okay, das ist jetzt natürlich... Warte, die scheiß Tür ist zu hinter mir! Wer hat denn hier die Tür zugemacht, ihr Schweine? Okay, ich muss unbedingt die Sensitivity runterstellen, so treffe ich ja gar nichts. Ah, hier kriegt man direkt auf den Sack. Gehst durch die erste Tür, wirst direkt von 78 Gegnern angegriffen. Jo. Okay. Leute. Wollen wir uns vielleicht erstmal Hallo sagen und kennenlernen, oder was? How the hell did that happen? Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe die Tür aufgemacht und wusste noch nicht mal, wie mir geschieht. Ah, okay, das war gewollt. Okay, ich nehme alles zurück, das war gewollt. Systems are online. You are connected to the simulacrus unit. I will open the VAT. Ready? Don't worry, this is just a test run in cyberspace. I will be supporting you from here. We are the only ones that can stop them. I couldn't do it alone, but this time I can count on you. Ich muss irgendwie die Sensitivity... Wo kann man die nicht irgendwie? Oh, Sensitivity. Ist immer noch ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack hier. Muss ich noch ein bisschen runter. Es verändert sich nur relativ wenig. Ich habe das Gefühl, da ist Mouse Acceleration an. Wir gehen auf 25. Ist hier irgendwo Maus invertieren? Ja, schon besser. Okay. Rechte Umschalttaste sprinten, Leertaste rollen. Triff Gegner viermal mit Ladungsschüssen. Halten. Okay. Kill Combo 1. The navigation helper is active. It will guide you to the current objective. Don't forget to explore though. Could find some stuff lying around.
Warte, erstmal gucken. Hier ist nämlich nur eine Kiste. Das finde ich ganz sympathisch, dass man die Kisten aufkicken muss. Granate. Da ist noch eine. Oh, was ist das? Quarzscheibe gefunden. Schaltet neurale Verbindungen frei. Okay. The link seems to be stable. I can give you access to the simulacrus unit. Tutorial Ziel, trifft Gegner 8-mal mit Zielsuchschüssen. Halten. Ah, okay. Töte was? Gegner bei aktivem Zeitversetzer. Okay, das ist... Ich verstehe. Also auf jeden Fall sehr präzise, die Schüsse. Die Gegner sehen nur ein bisschen komisch aus. Ist das Loot? Nein. Ist nicht so ganz klar, was man hier aufheben kann. Und was nicht. Achso. Verbesserte Aufladung. Modifikator. Verbesserte Aufladungsschüsse. Nee, was? Ladungsschüsse laden sich schneller auf? Oder Kopfgeldjäger erhöht den Schwachpunktschaden? Schalte zwischen Attributen und Verstärkungstafeln um. Das raff ich noch nicht. Ein Gegner mit einem Nahkampf an Griff zu treffen, lädt Ausweichrolle wieder auf. Okay. Die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt, die Ausweichrolle. Modifikator. Schlaues Zielen. Zielsuchschüsse können einen weiteren Gegner treffen, feuern einen zusätzlichen Schuss. Ladungsschüsse laden sich schneller auf. Machen wir... Zweimal jetzt. But it's time to show you how we can really sabotage the core. Approach a terminal and I will upload a hack into their network. Okay, so langsam komme ich in den Flow rein. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Das hat hier schon richtige Arena-Shooter-Vibes. Mit den verschiedenen schnellen Moves. Oh, was war das? Beste. Und jetzt? You did it.
Good job. This time it will be for real. Oh, ich habe Attributspunkte. Okay. Was jetzt? Hä, ich bin wieder im Startmenü? Nee, doch nicht. Ah, jetzt geht's erst los. Okay, jetzt check ich's. Okay, Leute, jetzt geht's erst los. Wir haben jetzt hier verschiedene Klassen oder was? Aber ist noch gesperrt. Artilleriefeuer. Burst. Shotgun-Granatenwerfer. SMG-Powerpistole. Lasergewehr-Ladungsschuss. Ich will den hier. Let's go. Gib mir Burst. Okay. Ich kann nicht Burst. Dann muss ich hier ihn nehmen. Fähigkeitsinfo. Gewehr. Hochpräzisionsschuss. Lädt einen mächtigen Schuss auf, der alle Gegner auf einer Linie trifft. Zielsuchschüsse. Schüsse verlangsamen. Okay, das haben wir ja eben gerade alles gesehen. Aber das heißt, es gibt nur diese Waffe, aber die verbessert man dann die ganze Zeit. Neurale Verbindungen. Neurale Verbindungen lockt. Finde eine Quarzscheibe für Zugriff. Kann angelegt werden. 2 Exabyte. Töte einen Gegner und werte um die gegenwärtige Kill-Kombo-Anzahl geheilt. Okay. Ja gut, das sind so Perks halt, ne? Und die können wir ausstatten, je nachdem, wie viele von diesen Exabytes wir haben. Jetzt haben wir hier 2 benutzt von 4. Die anderen muss ich noch freischalten. Okay, das ist soweit so gut. Dann machen wir mal einen Run, oder wie, oder was? Oh, das ist die gleiche Tür von eben. Aber diesmal bin ich prepared. Jetzt bin ich prepared, Leute. Ah, ne. Anderes Level. Okay. Was macht dieses Geräusch? Ist das eine Tür? Nee. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Sind die random generated, die Dungeons? So ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht random generated sind. Cyberspace Herausforderung. Ziel Reach a Kill Combo of 9. Belohnung genau ins Schwarze. 15% kritische Trefferchance. 10% minus Feuerrate. Das ist aber nicht nice. Ohne den Malus wäre es cool gewesen, aber so. Uah! Oh, der ist fett. Eieiei. Eieiei. Was geht hier ab?
Heile ich mich von alleine eigentlich? Nee. Wie heile ich mich denn? Hat er einen Fortschritt bei seinem Projekt Simulacross gezeigt? Scheinen uns unglaubliche Kampffähigkeiten. Die Korp hat beschlossen, zu befördern. Okay. Ja. Achso, ich geh einfach weg. Quarzscheibe gefunden. Schaltet neurale Verbindung frei. Ich brauche Heilung, ey. Kugelkünstler. Der Einsatz einer Fähigkeit stellt einige Kugeln. Achso, das ist jetzt schon aktiv. Okay, ey, ich bin fast tot. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie ich mich heilen kann. Ah, so. Die kleinen blauen... So, jetzt erklärt mir mal den Energiebalken da oben. Das weiße ist meine tatsächliche Energie, das rote, bis wohin ich mich noch heilen kann. Oder was? Wähle 1. Reduziert Schwachpunktschaden. 8% kritische Chance. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich bin, glaube ich, nach einem Schuss bin ich nämlich kaputt. Ja, der Schuss ist Gott sei Dank nicht allzu schnell. Ey, der hat mich trotzdem getroffen. Ich bin so ein Dabbig, ey. Das, immer wenn ich läster, passiert mir was Schlechtes. Ich wurde gerade vom langsamsten Projektil der Welt getroffen. Kling, 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 kling. Granaten machen Spaß. Ich muss so ein bisschen an Risk of Rain denken, tatsächlich. Nur ein bisschen hübscher. Level erhöht, ein Attributpunkt können wir vergeben. Okay, wir können jetzt auf Schuss wahrscheinlich Rounds per Minute oder Lebenspunkte. Ne, Schaden. Feuerrate oder Lebenspunkte. Ja. Gehen wir oben lang? Da oben ist so eine Kiste. Okay, durch irgendwas wurde der Song gerade getriggert. Ja, ich muss sagen, wie sagt man, Schießen sehr genau. Wie man hier auch sieht. Okay. Shit.
Okay. Kein Problem. Alter, was ist da hinter mir? Alter! Bin schon wieder fast tot. Manchmal bei dem Design hier nicht so 100... Oh, die Kiste will ich haben. Aber wenn ich es nicht schaffe, bin ich tot. Was machen wir? Wir holen uns die Kiste. Aber die Dinger sind dumm. Wie soll man das schaffen? Wenn ich an dem vorbeigehe, kommt der runter. Ich muss dazwischen stehen. Bisschen schwer zu erkennen, ob man dazwischen steht. Weil die Waffe ist nicht dazwischen, aber es ist ja Third Person. Gar kein Problem. Autsch. Okay, komm. Die Skills sind schon ganz geil. Guck. Wie ein Meister. Wo muss ich hin? Wie komme ich denn da hin? Ich bin fast tot. Okay, ich gehe jetzt einfach. Man kann ja nicht springen. Leute, ich bin fast tot. Was muss ich machen? Oh, immer mehr. Hä? What the f- Von hinten. Mission gescheitert. Scharfschütze. Level. Ich muss sagen, es spielt sich echt gut. Spielt sich gut. Erneut versuchen. Neurale Verbindung verfügbar. Nee, wie war das? So. Kann ich jetzt... Na, immer noch gesperrt. Da steht auch nicht, wie man sie entsperrt. Killer-Kombo. Tötet einen Gegner und werde um die gegenwärtige Kill-Kombo an... nee, das habe ich doch schon. Erhöht den Schaden um 2 für jeden Kombo-Zähler. Nehmen wir. Ich bin mal gespannt, ob das der gleiche Dungeon ist oder ob das gedingst ist hier. Random generated. Show them how to really use this. Ne, ist ein anderer, siehste. Ich glaube, das ist random generated. Würde zum Roguelike ja passen. Schade, dass man die anderen Klassen nicht ausprobieren kann. Ich wüsste gern, wie die sind.
Ich habe irgendwie Bock auf Granatenwerfer und Shotgun. Vielleicht schaffe ich es noch, den irgendwie freizuschalten. Dann kann man so oft wie möglich, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt wegen Witchfire, da kann man ja nicht dauernd Nahkampf machen. Also zumindest bringt es nichts dauernd was. Hier kannst du aber schön den Typen einfach auch die Blechbirne wegflexen. Oh, da eine Granate rein, ne? Okay. Ich knall die einfach. Das kann ich schießen. Aber schuld, wenn sie die Rampe nicht hochkommen. Was haben wir hier? Cyberspace Herausforderung. Besiege alle Gegner. Belohnung, Machtentfaltung. Reduziert Schwachpunktschaden. Erhöht Schaden und Feuerrate. Das mag ich nicht, dass es immer auch einen Malus gibt für ein Ziel. Das mag ich nicht. Der Malus ist ja im Prinzip, dass ich die Aufgabe machen muss. Dafür gibt es dann eine Belohnung. Aber du kannst ja nicht sagen, mach die Aufgabe und dann gibt es eine. Also versteht ihr, was ich meine? Dann habe ich ja im Prinzip zwei negative Sachen und eine positive. Nämlich die Aufgabe, die ich machen muss und den Malus. So funktioniert das nicht. Du kannst ja nicht sagen, bitte spül oder geh du heute einkaufen. Dafür musst du aber auch kochen. Das ist doch keine gute... Okay. Okay, ich krieg zu viele von diesen simplen Schüssen. Ich muss hier mehr mit der Ausweichtaste. Arbeiten. Jetzt bin ich schon wieder, der Run ist schon wieder gelaufen eigentlich. Ist ja zu schlecht einfach. Ja, ist einfach zu schlecht. Zeitversetzer ist länger aktiv. Erhöht den Schaden von Ladungsschuss. Alter, was der aushält. Steps, rechts. Okay, die schießen halt auch ganz schön schnell, ey. Das ist nicht zu unterschätzen. So, jetzt wird alles anders. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Ah, okay, wenn man direkt erneut versuchen macht, dann startet man im gleichen Dungeon. Dann wird nicht generated. Lol.
Boll. Uwe Loll. Uwe Boll. Da habe ich schon eine Granate. Now I have a grenade. Aber wie kommen wir hier durch? Erhöht Feuerrate um 20, reduziert LP. Zielsuchschüsse können einen weiteren, das ist besser, kein Malus. So, hier hoch. Containment 3, komme ich daher? Ja. Da komme ich her. Wie komme ich zu der Kiste da hinten? Einfach hinlaufen, ne? Ja. Cool. Da war ein Knopf zum Anschießen. Ach, da oben tatsächlich. Danke, Chat. Alter, war das nice. Durch drei Leute durch. Stark von mir. Wir gehen auf Schaden. Kann ja nicht schaden. Humor hat er auch noch. Teufelskerl. Guck, jetzt noch 10 mehr. 50. Also der aufgeladene Schuss, der macht schon deutlich mehr Schaden. 273. Das Fünffache. Volle Energie, brauche ich nicht. Okay, ich glaube, das waren mit den 273 nur ein Headshot, oder? Besiege alle Gegner. Belohnung, Austausch, Aufladung. Mal zwei. Ach, okay. Besiege alle Gegner in einem extra Level. Man sieht halt laut, vor lauter Blau sieht man fast nichts mehr. Oh, was war das? Weil ich getroffen wurde. Easy! Aber was heißt zweifache Austauschaufladung? Mal war es nicht.
kommt schön hintereinander und dann PAM! Idioten. Kann auch Headshots geben hier. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. So, hier ist bestimmt wieder irgendein Schalter für die Dinger, oder? Gehen einfach mal hier runter. Oh oh. Oh, es macht schon Bock. Wie gesagt, man hat echt schön viel unterschiedliche Sachen. Kampfkai, das ist schön. Die Einheiten haben sich zu weit. Bla bla. Siegfriedo 1991 schreibt, Hello, I'm the developer of Simulacross. Enjoying the game so far? Are you really? Can you prove it? By telling me how can I get access to the other classes? I want to play the shotgun guy. Achso, die geht von alleine an und aus. Wo muss ich denn? Da muss ich, okay. You need to reach a certain level with the first character or beat the second boss. Alright, I believe you. Siegfriedo. Tell us a little bit about your team. About your development team. I really like your game. It's, it plays very crispy. I don't know how to explain it. Very precise gunplay. Almost like an arena shooter. Oh! Ah! Jetzt bin ich einfach nur einmal im Kreis gegangen. Ich nehme aber wirklich jeden mitgenommen. Every single one. Okay. Wir gehen hier weiter. Nee. Hier war ich ja eben schon. So, hier bin ich eben gestorben. Eieieiei. Nein! Ich habe überhaupt nicht auf die Energie geguckt. Ah. Okay. We're a super small team. I'm the only designer programmer. Wow. How long have you been working on this game so far? Ein Programmierer nur. Nehmt euch ein Beispiel, Leute. Das ist doch... Ich höre doch was. Rechts. Tiny Steps. Da. Warten, bis sie hintereinander stehen. Okay, wir warten doch nicht, bis sie hintereinander stehen.
Okay, er hat seit über 4 Jahren an dem Spiel gearbeitet, mehr oder weniger in seiner Freizeit. Four years in your free time, man, that's awesome. That's really... Ich vergesse immer auf meine Energie zu gucken. Der hält aber was aus. Nein! Oh, ich bin schon wieder fast tot. Unreal Engine 5. Ne, ich spiele Maus und Tastatur. Gewährt nach dem Nachladen eine kurze Erhöhung der Feuerrate. Ich liebe, dass es keinen Stamina-Balken gibt. Man kann einfach endlos reden. Rennen. Take notice, Dragon's Dogma. Erhöht erhaltene EP, erhöht Bonus für kritische Chance. Wahrscheinlich hätte ich die XP nehmen sollen, weil ich eh nicht mehr lange lebe, aber... Wo kam ich denn jetzt her? Eine Minimap wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe mich, glaube ich... Hä? No. I'm lost. Oh, hier ist noch was. Quarzscheibe. Ah, you can press the navigation and ah. That's ah. Da muss ich. Okay, da muss ich rein. Okay. Muss irgendwie anders hin.
Siegfriedo im Team, im Chat ist einer von den Developers. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihm direkt eine Frage stellen. Voll cool, dass die zugucken. Ich muss nochmal überlegen, wo ich jetzt lang muss. Ich höre hier dauernd Steps, aber ich sehe nichts. Vielleicht sind es meine eigenen. Auf Lebenspunkte gehen. Okay, hier fing alles an. Hä, das kann nicht sein. Was ist zu? Hier ist ein Aufzug, oder? Hä? Ist das ein Aufzug? Wo ist ein Knopf? Zieh den Hebel. Welchen Hebel? Ihr wollt mich trollen, oder? Ah. Got it. Ist der hier auch? Ey, die Typen sind krass, wenn die nah sind, die hauen recht schnell zu mit ihrem Schwert, die prügeln dir richtig schnell die Energie runter. Also das Gunplay ist wirklich sehr, sehr gut, Leute. Wirklich. Sehr präzise, macht Spaß. So muss das sein. Ich mag dieses Dead Space-mäßige Navigations... Ah, falsche Taste.
Nein! Doch. Nein! Oh. Oh, sechs, nein. No, no, no. What happened? Boah, das war knapp. So close. Ich glaube, ich muss noch mehr die Skills benutzen. Ich muss noch mehr die Zaubersprüche benutzen. Der ist auch so stark, dieser aufgeladene Schuss. Ich benutze den zu selten. Julia, danke für den Raid! Oh Raid, oh Raid, it's Julia mit dem Raid. Ach, das bin ich. Das war knapp. Siegfriedo, where are you from? Or from where are you developing the game? Ich glaube, das war dumm. Oh, genau reingerannt. Warum mache ich sowas? Die Schüsse, obwohl die so langsam sind, manchmal ist es deshalb, kennt ihr das beim Tischfußball, wenn einer so einen langsamen Schuss macht? Die sind manchmal, und du versuchst ganz schnell und dann, egal. Ah, er ist aus Italien. I'm from Italy. I live in Germany. Where in Germany? Hä? Puh. Oh. Digga, das heißt Kicker. Ja, ist ja gut. Hast ja recht. Boah, hier will ich jemanden reinlocken. Wie wär's mit ihm?
Berlin, alright. Ah, das ist der Raum, okay. Oh. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Unnötig. Richtig unnötig war das. Wir müssen nochmal diese Dinger verteilen. Oh, Level up. War nicht genug Platz. Fünf Exabytes. Oh, ich brauche einen mehr. Töte einen Gegner und werde um die gegenwärtige Kill-Kombo-Anzahl geheilt. Ich habe das Gefühl... erhöht den Schaden um 2. Töte einen Gegner und werde um die gegenwärtige... Obwohl ich dauernd sterbe... Naja, komm. Wir machen es so. Immer noch gesperrt. Nein. So. Ich muss ja jetzt mal zum Boss kommen hier. Das gibt's doch gar nicht. Zweite Folge Beef React ist seit heute bei mir auf YouTube. Lance, könnt ihr angucken. Siegfriedo, you might have noticed, but I'm telling you anyway, so I'm Germany's best Let's Player in the world from Germany. So it's amazing what skill I have. You probably saw that already and was wondering, did we make the game too easy? Or is he so good? Is he that good? Just wanna let you know that it's nothing wrong with your game, it's just my incredible skill. Can ask anyone in the chat. Usually I finish every boss in every game in the first try. It's kind of my trademark. Being almost perfect. I say almost because I don't want to make other people feel bad.
Ah, schon wieder die Hälfte der Energie verloren. Obwohl ich so super bin. Ich hab noch nicht so richtig... verinnerlicht, wie man es am besten macht. Ein Gegner mit einem Nahkampf. Das ist gut. Das ist nice. Wo muss ich denn? Ich muss die nahkampfmäßig. Guck, dann gibt es nämlich richtig schön Energie zurück. Ja, jetzt habe ich erst mal wieder einen gewischt gekriegt. Die Granaten sind super mächtig. Und spaßig. Also ich muss sagen, wenn es wirklich nur einer alleine programmiert hat, das ist aller Ehren wert. Weil das spielt sich wirklich gut, Leute. Ich weiß, es sieht ein bisschen monoton aus, weil ich halt auch aus dem ersten Level nicht rauskomme. Aber es spielt sich wirklich sehr gut. Reduziert eine Chance auf Doppelschuss. Hey, what? Oh, du mieses. Wo kam ich denn jetzt her? Ja, da waren ja die Stangen. Eieiei. Oh. Nein. Oh, ich bin so ein Loser, ey. 500 Energie verschenkt. Völlig ohne Grund. Hey Donuts, yes, everything you heard is true. I'm at the second place at the 1994. No, what was it? 1994? 1990. 1991 or 2. Neckermann Street Fighter 2 Super Nintendo Tournament. Yes, it's true. You probably read it in the news.
Ja, ich bin fast tot, Leute. Ah, okay, jetzt habe ich nur die... Ah, ein Stromschlagkrebs. Ein Energie habe ich noch. Aber ich lebe. I will survive. Ich muss mehr Damage machen. Ja, okay. Don't stress. We can try again whenever you want. Ich habe auch wieder eine Verfügung, eine Verbindung. Notfallneustart. Werde einmal wiederbelebt, nachdem du besiegt wurdest. Das. Ich muss mehr auf Damage gehen. Sealed. So nehme ich. Also, das ist noch Roboterschrott. Ey, das ist schon geil, wenn man die so einfriert und dann ran an die geht und dann schön Roundhouse kickt. Ja, das Problem ist, man catcht halt auch immer einen Schuss, wenn man rangeht. Ist halt der Nachteil, aber egal. Hart erkämpft.
Jetzt gehen wir auf Schaden. Nice. Nein! Unnötig. Da ist ja noch eine Kiste. Kann leicht was übersehen in den Leveln. Ich muss noch ein bisschen runtergehen. Verreiß noch zu oft beim Schießen. Kann der da einfach durch? Der läuft einfach durch. Ausstellen. Kein Heal. Jetzt muss es doch mal klappen, Leute. Zwei. Drei. Wo ist der vierte? Hä, den habe ich schon. Da unten. Das war gut. Nur noch 110, Leute. Ich mach so.
Lieber safe than sorry. Was passiert? 33% Cyberspace Space gefundene Gegenstände 6 von 11. C for cool. Yes. Wrong button. Now what? I have to exit at the ground floor, okay. Da. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, hier bin ich doch eben schon gestorben. Das war vielleicht eine dumme Idee. Kill Combo of 11. LOL. Ich habe die falsche Taste gedrückt beim Nahkampf. Okay. I'm alive. Okay, da muss ich durch. Okay. Da muss ich lang. I'm back in business, baby.
Muss doch irgendwo wieder so ein Schalter sein, da. Das macht so Bock, diese Roboter wegzuroundhausen, Leute. Erst ein Kick und dann Pam. Das Gefühl, ich habe was übersehen. Oh, kann einer bei YouTube den Trottel bitte sperren? Modifikator, wähle 1. Ah, okay. Das ist austauschen. Zielschüsse können einen weiteren Gegner von einem reduziert genommenen Schaden erhöht. Danke, Nesis. Und die haben auch so einen kleinen Stagger nach ein paar Schüssen. Guck mal, die hängen da. Lol. Und eine große Health Bubble. 150. Yes. Okay, muss irgendwo ein Schalter sein, oder? Oh. Das könnte ein Boss sein, Leute. Das ist ein Boss, oder? Uns vorbei. Let me take care of it. Oh shit. Ah, da kommt der Boss. Oh. Don't worry, you got this. Erstmal die ganzen Fässer. What? Nein, what? Ich dachte, ich hab's super gemacht.
Oh, das sieht cool aus hier. So Teile, solche Lufträder oder wie die heißen, sieht immer cool aus. Ja, Unreal Engine 5, Lichteffekte. I'd really love to change the color of the crosshair, though. Sometimes I have a little bit difficulties to see it in the heat of the action. Dumm. Jetzt gehen wir mal auf Feuerrate. Nix. Ein bisschen Verschwendung von einer. Shouldn't have used that grenade. So, wir machen das genauso wie eben. Aua! Dumm! Pflücken wir sie uns einzeln. Awesome.
Nein. Oh, da laufe ich trotz Zeitlupe in den Schuss rein, ey. Kommen die unendlich oder was? Also das ist echt gefährlich, da nah an die ranzugehen. Aber wenn sie unendlich kommen, kann ich mich auch unendlich an ihnen bereichern. Ich habe schon wieder auf 635 Energie. Ich farm die jetzt einfach. Weil ich danach zum Endboss muss und am liebsten mit voller Energie zum Endboss gehen würde. Aber sie droppen nichts mehr. Ich sehe nichts. Oi. Das hat mich leider wieder Energie gekostet. Guck, Level 3. C for... Oh. D for dominant. Oh, in letzter Sekunde ist er weggegangen. Die Sau. Wisst ihr, an welches Spiel mich das erinnert? Ah, wie hieß das nochmal? This reminds me of this one Sega Shooter. Like 10 years ago, what, I forgot the name. Wo man so sliden konnte. Nein. Nein!
Vanquish, genau. Danke, Mocky Flocky. Nein, ich habe mir alles zerstört, Leute. Ich bin wieder komplett down. Ja, genau, Hattrix, genau. Vanquish. So, jetzt nicht direkt vom Look and Feel, also weniger vom Look als vom Feeling her, so von diesem schnell rein und dann pam 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 rumdrehen, wegsliden, pam pam pam. So dieses. So, wisst ihr, was ich meine? Oh, man wird angeschossen, während man. Fuck now. Why? Ah, guck, Siegfriede sagt das noch. Vanquish was one of my favorite games. Yeah, I love Vanquish too. Vanquish is an awesome game. Almost level 4. Es macht sich schon relativ schnell dieses, ich will noch mal eine Runde machen. So. Man wird auch gefühlt immer so ein kleines bisschen besser, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber es fühlt sich so an. Ich würde ja eigentlich wirklich gerne noch die anderen Klassen spielen. More damage. Ach, guck mal, man kann einfach so da durch. Nein, auch nicht. Nee. Okay. Wir machen es wie immer. Brute Force. Nein! Okay. Das war schlecht. Machen wir erst den unteren. Kein Problem, weil ich nämlich super bin. Aua.
Mit so wenig Energie habe ich keine Chance gegen den Boss, wenn ich überhaupt zum Boss komme. Die wie Delicious. Wirklich schwer. It's really tough. Like I said, I'm awesome. Oh, man freut sich immer, wenn es irgendeine Form von Upgrade gibt. Wir machen weiter Schaden. Ich mag auch, dass dieser aufgeladene Schuss halt durch die Gegner durchgeht. Und eine Verbindung, einen neuen Skill sozusagen. Du nimmst keinen Schaden, während du rollst. Okay, das hat mich schon. Ups. Ah, wieder genau in den Schuss reingelaufen.
Gib mir die Chest. Und noch eine Granate. Ja, das ist ein Fass. Noch eine Granate. Drei Granaten schon, das ist gut. Granaten sind sehr mächtig. Nein! Zu offensiv, zu offensiv. Zu offensiv. Level 4. Ah, das ist sie jetzt. Okay. Erwartet. Zeittrick. Gegner, die bei aktiven Zeitversetzer getroffen werden, nehmen erneut Schaden, wenn er endet. Oh, das ist nice. Der ist noch gesperrt. Okay, einmal kurz versuchen mit ihr, oder? Sie hat aber nur 4. Das kann ich gar nicht anlegen. Einmal den 9. They can't stop us. Every iteration makes you stronger. Ah, okay. Okay, so das ist ein sehr starker Schuss oder was? Ich hab's noch nicht so ganz. Ich hab diese. Den Revolver habe ich noch nicht so ganz kapiert.
auch ganz geil. Das ist so ein Area of Effect Spell, glaube ich. Dann so eine kleine Granate. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Machen wir noch mehr Rounds per Minute, haben wir jetzt eine Chain Gun. Ist ein bisschen ungewohnt jetzt, die Spielweise ist ganz anders als eben. Als der Sniper. Ah, okay, die Knarre muss man aufladen. Oh. Okay, ich dachte, das ist One-Shot. Doch, doch, geht gleich weiter mit Schach hier. No! Didn't see it. Didn't see the bullet. Alright. Okay, Leute. Das war's jetzt erstmal mit Simulacross. Siegfriedo, that's it for today with Simulacross. I have a chess match to attend now. But much respect, kudos to you and your small team, because this is really a good game. This is really, really lots of fun. Very precise gunplay, fast paced, which I like, almost like an arena shooter. Very good balance between risk and reward. So I think it's amazing that basically you did this all by yourself. This is really, really amazing for such a small team. I mean that, really. I had really fun with this game. And I will continue playing it because I want to know the shotgun guy. I need to play with the shotgun guy. Leute, das war es erstmal jetzt mit Simulacross. Ihr könnt euch, glaube ich, eine Demo runterladen zu dem Spiel. Einfach mal selber ausprobieren. Ich zeige es euch nochmal hier. Ich weiß nicht, warum das so schlechte Bewertungen gekriegt hat. Das hat aber auch nur 15 Bewertungen gekriegt. Weil es macht wirklich Laune. Und ihr könnt hier auf Steam könnt ihr die Demo runterladen, einfach mal selber probieren. Dann werdet ihr sehen, dass das wirklich ein spaßiger Third-Person-Roguelike-Shooter ist mit sehr gutem Gunplay. Sehr präzise und einer schönen Suchtspirale. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Comments. Ich bin gespannt, wie euch das Spiel gefällt. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Simulacross. Ich denke, wir werden von dem Team noch mehr hören. Also,
Mhm.